Knapp 500.000 Schönheitsoperationen gab es 2021 deutschlandweit und damit mehr als doppelt so viele als noch vor 10 Jahren. So zumindest das Ergebnis einer Studie der International Society of Plastic Surgery. Damit gehört die Bundesrepublik zu den Ländern mit den meisten ästhetisch-plastischen Eingriffen weltweit. Auf der Münchner Wiesn verfestigt sich das Bild. Dort sieht man Dutzende Menschen, darunter vor allem Frauen, mit aufgespritzten Lippen, gestrafften Augenlidern, gemachtem Dekolleté. Schauspielerin Elena Uhlig hat dazu eine ganz klare Meinung. Ich glaube, wir müssen als Frauen aufhören, uns gegenseitig immer zu beäugen. Das machen Männer auch nicht. Erklärt die 48-Jährige im Interview. Bunte.de trifft sie im Rahmen der Mercedes-Benz-Wiesen in der legendären Käfer-Wiesenschenke. Und dort nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Wenn eine Frau meint, sie möchte was machen, soll sie das machen. Wenn ich irgendwann sage, oh, ich muss mir doch was machen, weil... Aber ich glaube, jeder muss doch für sich entscheiden, wie er sich wohlfühlt. Ja? Und wir müssen aufhören, darüber zu urteilen und andere und dann sagen, guck mal, wie die schon wieder aussieht. Das ist ganz schlimm. Das machen die Männer gar nicht. Das machen wir Frauen und wir entscheiden ein Schönheitsideal, was gar nicht stimmt. Ja, also viele Frauen hungern sich runter, weil sie meinen, einem Schönheitsideal zu entsprechen. Fragt man die Männer, die mögen gar keine Hungerhaken. Also wo kommt denn dieses Bild her? Das machen wir selber. Und wenn wir damit aufhören und auch aufhören, das meine ich jetzt gar nicht böse, in Interviews zu sagen, ja, wie stehst du dazu, das? Das heißt, wir bashen uns die ganze Zeit selber. Und wenn wir das nicht aufhören, kommen wir auch nicht weiter.